Schaut Euch in Eurem Bekanntenkreis um und vergleicht die Alten mit den Jungen. Generell ist meine Erfahrung, desto älter die Menschen werden, umso mehr wird über Dinge geredet, was man heute noch tun muss, wo Probleme sind, langfristige Ziele, die man verfolgt, Rekapitulation, wie man nun eigentlich in der Welt dasteht und vor allem, wie abgesichert ist man, finanziell, versicherungstechnisch, beziehungstechnisch, beruflich und so weiter. Viel an Lebensfreude geht im Laufe der Zeit den Bach herunter. Guten Morgen! Vor allem die Kinder und auch noch die Jugendlichen unterhalten sich jedoch über Dinge, ja, die sie heute gemeinsam tun wollen, die sie gemeinsam spielen wollen, entweder online oder offline. Sie leben ganz, ganz häufig, vor allem natürlich Kinder, im Moment, indem sie beim Räuber und Gendarm spielen, wirklich sich wie ein Gendarm oder wie ein Räuber fühlen, beim Fußballspielen. Da geht es darum, den Ball in das Netz zu bekommen und alles andere ist unwichtig. Egal ob 16 nur ein wichtiger Termin bei Mama ist zum Kaffeekränzchen oder sowas, da wird Fußball gespielt. Ne? Die leben im Moment. Diese ganze Gedankenflut und der Wunsch nach Erfolg und nach Absicherung, das kommt erst so langsam mit der Schule und mit dem Integrieren in die gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Ein Kind hat keine existenziellen Probleme, genau wie der deutsche Erwachsene. Die Familie bzw. die Gesellschaft, die fängt einen immer wieder auf. Aber während das Kind seinen Weg ohne den Gedanken an Absicherung weitergeht, zermattert sich der Erwachsene den Kopf. Während das Kind einfach spielt, weil es Freude daran hat, überdenkt ein Erwachsener, ob er jetzt überhaupt die Zeit hat zu spielen. Insbesondere der Terminus, ob er die Zeit hat. Das Kind hat 24 Stunden und auch der Erwachsene hat 24 Stunden. Jeder hat die Zeit zu spielen, wenn er sich dafür entscheidet. Ob er sich das leisten kann zu spielen, fragt er sich. Ob er seine Präferenzen entsprechend handelt, er denkt viel nach in solchen Situationen. Aber er entscheidet sehr, sehr wenig intuitiv und ja, ist ständig im Denken gefangen. Und wenn es um die Präferenzen geht, dann ist halt eben die Frage, wenn er dann so überlegt, ob er spielen möchte, ja, welche sind das die Präferenzen, die er hat und vor allem, wie sind diese Präferenzen entstanden? Und dann kommt man natürlich zu dem logischen Schluss, nicht durch die Gesellschaft, in der er integriert ist. Ne? Wir sind wahrscheinlich alle zur Schule gegangen, ne? Mehr oder weniger lang. Alle gemeinsam haben wir eine Ausbildung oder ein Studium gemacht. Wir haben alle Medien konsumiert und haben so permanent gelernt, was gut und was schlecht ist. Das ist auch oft die Kritik der vieler Gruppen, die sich etwas alternativ mit der Gesellschaft befassen. Und das ist auch nicht abzustreiten. Das ist eine wahre Grundlage der Kritik an unserer Gesellschaft. Wir haben alle gelernt, was gut ist und was schlecht ist. Manchmal ändert sich unsere Meinung, aber der Grundsatz, den haben wir alle gelernt. Unsere Meinung, unsere Werte, unsere Präferenzen sind erstmal grundsätzlich von der Gesellschaft geprägt. Und umso älter wir werden, umso enger sind wir dann auch mit der Gesellschaft verbunden, wenn wir uns nicht gegen sie auflehnen, wenn wir keine Gedanken initiieren in uns, die sich kritisch mit der Gesellschaft auseinandersetzen, dann sind wir ein Sklave der Gesellschaft. Wir haben Stück für Stück unsere Individualität und unseren ganz persönlichen Drang zu leben verloren und ausgetauscht mit den Gedanken und den Wünschen einer Gesellschaft, einer Gruppe von Menschen. Und wie wahrscheinlich ist es, das wiederhole ich immer wieder, dass die Wünsche einer Gesellschaft deckungsgleich mit den Wünschen eines Individuums sind. Aber wir haben die angenommen, die Wünsche. Und entsprechend ja, kann ich nur nochmal daran appellieren, dieses Ausbrechen aus der Gesellschaft als oberstes Ziel in seinem Kopf zu manifestieren. Und wenn es nur ist, auszubrechen, um wieder einzutreten, aber einfach dann bewusst einzutreten und nicht durch die jahrelange Manipulation und Konditionierung. Das kann gut sein, was die Gesellschaft, was sie für Wünsche hat und ihr könnt damit konform gehen, aber macht dies bewusst, indem ihr aber erstmal austretet. Ihr könnt nicht drüber überlegen und sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, was die Gesellschaft sagt. Nee, das ist Automatismus. Das ist einfach nur, ihr habt euch ja, suggeriert, dass ihr nachgedacht habt. Aber ihr müsst wirklich aus der Gesellschaft austreten, in Gedanken. Die Gesellschaft komplett erstmal kritisch betrachten, ein kritisches Bewusstsein sozusagen entfalten und dann wieder eventuell in die Gesellschaft eintreten. Ne? Gerade diese Kultur des Sorgens, der Probleme und des Leidens, das sind die Dinge, wo die Gesellschaft auch ein großes Interesse daran hat, dass sie existieren. Da zum Beispiel Versicherungen entweder auf privater Ebene oder als gesellschaftlicher Verband, als Land nur dann funktionieren, wenn alle überzeugt sind, dass wir große Probleme haben. Wenn wir denken, alles ist gut,
Ja, dann unterstützen wir nicht die Abgrenzung unseres Landes gegenüber anderen Menschen, die wir dann als Gefahr wahrnehmen sollen. Wenn wir denken, alles ist gut, dann interessieren uns keine Interessensverbände, Gewerkschaften oder institutionelle Einrichtungen, die für das Wahren des Gemeinwohls der Gesellschaft sorgen. Wir leben einfach. Wir haben ein Mindset, was auf den Moment ausgerichtet ist. Und das ist das Wichtige, auf die Erfahrungen und auf das Jetzt. Kinder können das, auch noch viele Jugendliche und sehr, sehr wenige Erwachsene, die halt eben sich da rausgelöst haben. Und genau deswegen gibt es auch immer diese Kluft zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Der Jugendliche, der spielt nach der Schule voller Freude mit seinen Kumpels Basketball, Fußball oder Computer und, oder Pokémon Go, trifft sich zum gemeinsamen Abhängen und geht mit seinen Freunden feiern und die Welt ist meist auf das persönliche Umfeld begrenzt und ja, er lässt einfach fließen. Der Erwachsene, der arbeitet die große Zeit des Tages, um seine Miete für die tolle Wohnung zu zahlen, sich sein Auto, seinen jährlichen Urlaub leisten zu können, etwas für das Alter zurückzulegen und all den Konsum frönen zu können, der notwendig ist, ne? Oder der ihm lieb und teuer geworden ist eben. Meist direkt oder indirekt, um seinen gesellschaftlichen Status zu erhalten, ne? Das ist das Wichtige für den Erwachsenen. Er macht sich negative Gedanken um die Weltpolitik, die er aber sowieso nicht ändern möchte, da er davon überzeugt wurde, dass er selber sowieso gar nichts ändern kann und dass er sowieso gar nicht die Zeit dafür hat. Aber er macht sich Gedanken drüber, weil das ist verantwortungsvoll. Ne? Das ist wichtig. Man muss sich da negative Gedanken machen, man muss sich Gedanken um die Weltpolitik machen. Und sie sind dann eben meist negativ, weil davon die Gesellschaft wieder profitiert, die Medien und so weiter. Das Leben automatisiert sich so auf eine Weise, auf so vielen Ebenen, dass der Zugang zum Selbst eben nahezu komplett verloren geht. Am Ende halten die Menschen die Meinung der Gesellschaft für ihre eigene. An dem Punkt ist das Kind in den Brunnen gefallen und es gibt kein Zurück mehr. Und die Lebensweise junger Menschen oder eben älterer, bewusster Menschen, diese werden dann sozusagen in der eigenen Wahrnehmung als schlecht abgetan, weil sie keine Sorge für die Gesellschaft tragen zum Beispiel, diese nicht unterstützen, sie sogar ausnutzen. Diese Menschen, die so denken, und ja, die so von der Gesellschaft überzeugt sind, die wurden von der Gesellschaft zu ihren nicht eigenständig denkenden und unreflektierten Kriegern ausgebildet. Und so entsteht diese Kluft zwischen Jung und Alt. Ein Kind und ein Jugendlicher hat den ganz natürlichen Drang, sein Leben zu leben und nicht sich in Probleme wälzend zu Dingen verleiten lassen, die er eigentlich gar nicht tun möchte. Nur weil er es muss. Ne? Das, was er wirklich tun muss, das ist Essen, das ist Trinken, das ist Schlafen. Ne? Viel mehr muss ein Mensch nicht tun. Alles andere kann selber entschieden werden. Wird es aber im zunehmenden Alter eben nicht mehr. Man lässt entscheiden. Man hat sich genau dazu, man hat die Wünsche der Gesellschaft angenommen. Beruflicher Erfolg ist wichtig, Familienplanung, finanzielle Abgesichertheit. Das sind Wünsche, das ist total substanzlos. Das ist total substanzlos. Aber das sind unsere Wünsche, die wir haben, die wir in uns eingetrichtert bekommen haben. Das soll gut sein. Das ist lächerlich. Aber wie können die jungen Menschen eben dieses verhindern oder sogar noch ältere Menschen wieder sich von den Ketten der gesellschaftlichen Prägung lösen? Indem man Leitfiguren findet. Menschen, die einen permanent vorleben, was es bedeutet, glücklich zu sein, die einen prägen. Und diese Menschen, die findet ihr garantiert nicht im Internet oder in den Medien. Diese Menschen, die im Internet oder sonst wo in Medien eine glückliche Welt verkaufen, die sind oft nur einfach darauf angewiesen, dass sie glücklich sein, erfolgreich oder was auch immer verkaufen. Sucht diese Leitfiguren in eurem persönlichen Umfeld. Sucht ältere Menschen, die nicht in den Sumpf des gesellschaftlichen Leidens abgerutscht sind. Menschen, die nach wie vor ihren eigenen Weg gehen und Freude dabei haben, Fehler zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Die genau wie die Kinder einfach in der Tätigkeit aufgehen, die sie frei gewählt haben und die auch euch beseelt erscheinen. Die zu jeder Thematik, mit der ihr sie konfrontiert, keine emotional festgefahrene Meinung haben, sondern die tausend andere Meinungen problemlos annehmen und akzeptieren können. Die Kultur des Leidens und des Jammerns, das ist die Basis unserer Gesellschaft geworden. Wenn ihr noch spürt, dass da was falsch läuft und dass dies nicht richtig ist, dann habt ihr noch die Chance, da rauszukommen. Befreit euch von der Last eurer Probleme. Wie das geht, da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten, wie man so alltägliche Probleme, die man hat oder generell Probleme, wie man da herangeht. Werdet älter und werdet weiser und lasst euch nicht durch die Gesellschaft eure Persönlichkeit entziehen. Hört auf,
emotional auf ja, für euch gelöste Probleme zu reagieren, nur weil ein anderer anders denkt. Stoppt den Irrsinn mit der Altersvorsorge und generell irgendwelche Versicherungen, für die ihr arbeiten müsst. Auch dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Lebt euer Leben und vor allem euer Leben. Wer noch mehr Input braucht, um sich von der Gesellschaft zu emanzipieren, den empfehle ich ja, nochmal ein Video hier oben von den Infokarten für den letzten Kick. Und ich wünsche euch einen schönen und selbstbestimmten Tag. Euer Christian. Ciao.